per il servizio di soffazione. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur einige wenige Bemerkungen in die Debatte einwerfen. Erstens, die griechische Regierung und das griechische Parlament haben inzwischen offensichtlich den Ernst der Lage erkannt. Sie sind bereit zu Reformen. Ja, sie haben eine ganze Reihe von Gesetzen mittlerweile sogar schon beschlossen im Vorgriff auf das Verhandlungsergebnis. Und das alles zeigt, Athen hat begriffen, worum es geht. In Athen wird verstanden, dass es keinen schmerzfreien Weg aus dieser Schuldenkrise in Griechenland gibt. Und ich finde, es wäre an der Zeit, dass auch die Linke bei uns im Parlament dieses endlich begreift. Zweite Bemerkung. Es bleibt bei dem wichtigen Grundsatz, europäische Solidarität kann es nur geben mit und in Verbindung mit den notwendigen nationalen Reformen, meine Damen und Herren. Und das darf nicht auf dem Papier stehen, und das hat auch seine Begründung. Denn erstens wird das Programm keinen Erfolg haben, wenn nicht auch zügige Reformen durchgeführt werden. Reformen, die dazu geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wiederherzustellen, die aber auch dazu geeignet sind, den Staat wieder in Ordnung zu bringen und effizient zu gestalten. Und zum Zweiten, Europa ist keine Schuldenunion. Solidarität bedeutet nicht Übernahme der Schulden und Vergemeinschaftung der Schulden. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns in unserer Fraktion seit Jahren immer wieder erfolgreich gewehrt und europäisch auch durchgesetzt, dass es eben keine Eurobonds und keine Vergemeinschaftung der Schulden gibt. Jedes Land muss seine Hausaufgaben selbst machen. Es erfährt Hilfe, vorübergehende Hilfe von uns, aber die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Deshalb kann es keinen Verzicht auf die notwendigen Reformen geben. Und drittens, meine Damen und Herren, die Ergebnisse in Spanien, in Portugal, in Irland, die zeigen doch, dass dieser Weg Solidarität in Verbindung mit den notwendigen nationalen Reformen richtig und erfolgreich war. Und die harte Haltung in Griechenland, die zeigt auch, dass dies notwendig ist. Wir haben in Griechenland ja erlebt, dass dann, wenn der Reformdruck weg ist, wenn frühere Reformen wieder zurückgenommen werden, die wirtschaftliche Entwicklung, die Stabilität des Landes wieder abnimmt, zurückgeht, die Probleme für die Menschen größer werden. Und nur durch den Druck, der erzeugt wurde in den letzten Monaten, hat sich auch in Griechenland etwas bewegt. Es sind nicht die Auszahlungen erfolgt, weil die Verabredungen nicht eingehalten wurden. Europa hat sich nicht erpressen lassen. Wir haben der griechischen Regierung damals nicht nachgegeben. Und nur deshalb war es auch möglich, dass in der griechischen Regierung und im griechischen Parlament das notwendige Umdenken eingekehrt ist, das jetzt die Grundlage für dieses Programm ist, meine Damen und Herren. Das ist eindeutig deutsche Handschrift. Unser Bundesfinanzminister, unsere Bundeskanzlerin haben hier maßgeblich mitgewirkt. Und sie haben sich deshalb, sage ich das mit der vollen Überzeugung, für die Stabilität unserer gemeinsamen Währung, für dieses gemeinsame europäische Haus große Verdienste erworben. Und eine weitere Bemerkung, meine Damen und Herren. Dieses Programm ist geprägt von strengeren Auflagen, von strengeren, intensiveren, engmaschigeren Kontrollen.
Es wurde in den verschiedenen Debattenbeiträgen schon darauf hingewiesen, deshalb brauche ich es nicht zu wiederholen. Ich sage nur, das war auch und ist auch notwendig. Und zwar deshalb notwendig, weil durch die verlorenen 6 Monate in diesem Jahr, durch das Versäumen von Reformen durch die bisherige griechische Regierung, die Situation nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Und es ist auch notwendig, strengere Kontrollen zu machen, engmaschigere Kontrollen zu machen, weil das Vertrauen doch schon in den letzten Monaten gestört wurde. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und dieses Vertrauen, das zerstört wurde, das muss jetzt wieder aufgebaut werden. Das ist Sache der griechischen Regierung und ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht enttäuscht werden. Eine vierte Bemerkung will ich machen. Es betrifft die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds. Wir sind fest davon überzeugt, dass der IWF auch künftig mit an Bord sein muss. Der Internationale Währungsfonds hat große, jahrzehntelange Erfahrung in der Bewältigung von Staatsschuldenkrisen. Der Internationale Währungsfonds hat eigene Regeln. Er hat einen unabhängigeren Blick als die europäisch Beteiligten. Und aus all diesen Gründen ist die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds auch künftig notwendig. Der Bundesfinanzminister hat vorhin auf die verfahrensmäßigen und rechtlichen Probleme hingewiesen. Der IWF war bei allen Verhandlungen mit beteiligt und er hat das Verhandlungsergebnis auch begrüßt. Das ist eine ganz wesentliche Grundlage für alles, was weiterhin kommt. Wir werden bei der ersten Überprüfung dessen, was Griechenland zu erledigen hat im Herbst, sehr genau gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds dies überprüfen und bei der Gelegenheit auch über mögliche Schuldenerleichterungen sprechen. Man kann über Fristen, über Laufzeiten sicherlich reden, aber meine Damen und Herren, ein nominaler Schuldenschnitt verbietet sich nicht nur rechtlich, sondern ist auch politisch nicht geboten. Wir wollen und wir brauchen keine Schuldenunion in Europa. Und nun bleibt, und das ist meine letzte Bemerkung, nur bleibt die Frage, behindert dieses Programm eventuell Investitionen und Wachstum? Trägt es dazu bei oder nicht? Ich will zunächst einmal feststellen, so ein europäisches Rettungsprogramm, das gilt nicht nur für dieses hier, ist kein Investitionsprogramm, sondern ein Programm, das dazu dient, dass das jeweilige Land sich wieder am Kapitalmarkt finanzieren kann. Der Zugang zu den Kapitalmärkten, das ist das Ziel dieses Programms und dazu wird befristete Hilfestellung geleistet. Und nun frage ich Sie, wer wird denn in einem Land investieren, in dem der Staat nicht funktioniert? In dem die rechtsstaatlichen Fundamente nicht vorhanden sind, ein Staat, der verschuldet ist, wer wird in so einem Staat investieren? Und ich sage Ihnen, niemand. Niemand. Und das hat auch die Situation in Griechenland in den letzten 6 Monaten gezeigt. Die Grundvoraussetzung für Investitionen sind doch nicht irgendwelche Programme, sondern die Grundvoraussetzung für Investitionen ist, dass der Staat funktioniert, dass er verlässlich ist, dass wir einen verlässlichen, funktionierenden Staatsaufbau und ein Staatswesen haben, das, wo sich wettbewerbsfähige Wirtschaft auch entfalten kann, meine Damen und Herren. Und genau da setzt dieses Programm mit an, nämlich bei der Auflage für alle, für verschiedene Reformen im Arbeitsmarktbereich, im Steuerbereich, im Verwaltungsbereich, im Rentenbereich und vieles andere mehr. Das ist der Schlüssel
zu Investitionen und nicht irgendein Programm alleine, sondern die Strukturen müssen wieder so gesetzt werden, dass sich Investitionstätigkeit abspielt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand hier im Haus macht sich diese Entscheidung leicht. Und wir haben ja nicht nur gestern und heute gerungen, sondern diskutieren immer wieder und seit langem über die Frage, wie können wir die Probleme, die sich in Griechenland auftun, gemeinsam lösen. Für mich gilt erstens das Prinzip Solidarität und Eigenverantwortung ist auch in diesem Programm nicht nur gewahrt, sondern besonders stark ausgeprägt. Zweitens, die Auflagen sind strenger, stringenter, die Kontrolle ist engmaschiger, was auch notwendig ist. Drittens, die Hartnäckigkeit der Bundesregierung hat sich bewährt. Sie hat dazu geführt, dass in Griechenland ein Umdenken stattgefunden hat. Und viertens, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Programm, das ein gemeinsames europäisches Programm ist, mit der Zustimmung aller europäischen Länder. Und damit, mit all diesen Funktionen, ist dieses Programm eine gute Chance für Griechenland, die Staatsschuldenkrise zu bewältigen. Und es ist eine gute Grundlage für eine weitere positive wirtschaftliche und politische Entwicklung in Europa. Ja, für weitere wirtschaftliche und politische Stabilität in Europa. Und dieses brauchen wir, wenn wir alle anderen Probleme, die gerade angesprochen wurden, wie beispielsweise die Asylproblematik, auch gemeinsam lösen wollen. Und deshalb empfehle ich Zustimmung. Nächster Redner ist der Kollege.